sie heute durch das Spiel begleiten. Danke, Wolf. Also von diesen beiden Mannschaften können wir uns eine Menge erwarten. Die Begegnung, die ist richtig heiß. Und los geht's. Reus. Die Fahne bleibt unten. Der Ball kommt. Er trifft ihn per Kopf. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Xabi Alonso. Mario Götze. Lewandowski. Mit dem Dribbling durch die Mitte. Salomon Rondon. Robben. Kickt die Kugel nach vorne. Witze. Holt ihn sich wieder. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Witze. Lewandowski. Er wartet auf die Flanke. Gefahr gebannt, zumindest fürs Erste. Viel zu weit am Tor vorbei. Was für ein Schuss. Die Einstellung stimmt, die Spielanlage stimmt. Sie haben die Chancen. Wann machen Sie endlich das Tor? Sieht auf. Noch immer hat der Ball nicht den Weg in eines der Tore gefunden. Der Assistent lässt die Fahne unten und er schießt. Tor! Tor für den FC Bayern München! Ist ein Bilderbuchabschluss. Schussgewalt und eine bemerkenswerte Flugkurve. Auch so können Tore fallen. Damit steht's 1-0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Netto. Langer Ball in den freien Raum. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Netto. Pesquito. Und ein Pass in Richtung Grundlinie. Langer Abschlag vom Keeper. Alaba. Xabi Alonso. Da treibt er den Ball weit vor. Er schickt ihn an die Grundlinie. Den hat er. Der Ball kommt in die Mitte. Ein super Tor. Und jetzt ziehen sie davon. Das haben sie so im Training einstudiert und genauso im Spiel umgesetzt. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Damit steht's 2-0.
Das ist doch jetzt ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Jetzt ist was möglich. Sensationell reagiert. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Und jetzt kommt der Eckball reingesegelt. Auf den Kopf. Nee, nicht ganz. Ballkontrolle. Reus. Und ab auf die Flanke. Und er spielt den Ball hoch rein. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Er versucht ihn da durchzuspielen. Hulk bietet sich an. Mario Götze. Weit nach vorn gespielt. Er hat den freien Raum auf der Außenbahn gefunden. Situation bereinigt. Xabi Alonso. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Ob er nach hinten zieht. Dann hat auf den Pass gewartet und ist schön da reingelaufen. Aber das war es dann auch schon. Witze. Dani. Mario Götze. Lewandowski. Das waren die ersten 45 Minuten. Ein 2-0 bringen sie aus der Pause mit in diesem zweiten Durchgang. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Müssen sie sich neu orientieren. Lewandowski. Starker Vorstoß auf der rechten Bahn, aber wo sind die Mitspieler? David Garcia. Witzel. Bisquito. Mario Götze. Robin. Da kann er sich lösen. Er steckt ihn durch. Der Ball gelangt zu David. Witzel. Er ist bei. Ein langer Ball über die Abwehr. Guter Pass und eine großartige Chance. Robin hat den Ball da wirklich schön in den Raum gespielt. Dafür brauchst du eine feine Technik und eine hohe Spielintelligenz. Er hat beides, aber das Ganze führt hier nicht zum Tor. Das gibt Einwurf. Xabi Alonso. Guckt euch das an. Houdini persönlich. Und da ist es passiert. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Neuer Spielstand 3-0. Und der Rückpass ins Zentrum.
Garcia. Das sieht gut aus. Bayern München hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Sie haben gekehrt. Mosquito. Er lässt sich in der Situation nichts zu Schulden kommen. Witze. Netto. Cool. Xabi Alonso. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Da ist er draußen. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktion an der Seitenlinie richtig interpretiere. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Und sie setzen noch einen drauf. Hier spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zweistellig wird die Geschichte? Der Ball ist frei und er macht ihn rein. So ein Fehler darf den Torwart nicht unterlaufen und er selbst weiß das am allerbesten. Und jetzt wird es hier richtig bitter. Da ist die Chance. Witze. Mosquito. Witze. Netto. Adi Garcia. Netto. Er schlägt ihn nach vorne. Zenit St. Petersburg verwaltet den Ball derzeit nur. Da kommt nicht viel zustande. Mosquito. Ab in die Spitze. Xabi Alonso. Ein Alleingang. Reingegangen ist. Das Ding hat er wunderschön gemacht. Den hat er sehr gut rausgeholt. Versucht die Gasse zu finden. Salomon Rondon. Hat die Kugel und er hat Platz. Faisuli. Boah, da wurde abgeräumt. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. David Garcia. Mosquito. Hoher Ball nach vorne. Er kriegt den Ball. Und noch eins. Was soll man dazu noch sagen? Klasse. Jetzt gibt's doch noch einen schönen Streifen hier. Der Schlusspfiff ertönt. Die Tormaschine lief auf Hochtouren. Die gegnerische Abwehr war nie in der Lage, sie zu stoppen. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Es war ein Vergnügen zuzuschauen. Es bot alles. Aufregung, Spannung und Spielfreude. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Köper.